Ey, Mann, das war aus Versehen, dein Hutsackband ruft. Lass mich hier nur. Da ist ja heute Morgen hier eine Stimmung, was soll denn das? Was ist denn da los jetzt? Wir hätten mal lieb zueinander. Oh, was denn jetzt? Nein, das ist nicht wichtig. Ja. Ich hab heute eine Verabredung vor der Schule. Geht natürlich darum, ich brauche eine Manitou-Federgabel mit einem 1 Zoll Schaft. Also ich brauche eine Federgabel, die relativ gut ist, mit einem 1 Zoll Schaft. Und das ist nun mal schwierig. Da kannst du so billige Gabeln von RST nehmen oder eben eine alte Oldschool-Gabel, die gewartet wurde. Ich liebe es. Oh, was ist nur los? Ich meine, Lass auf ihr macht. Fliegen entweichen. Oh, freu ich mich. Mensch, da kam der extra her. Das ist natürlich total nett. Der hat wahrscheinlich echt eher Schiss gehabt, dass man die dann sich beschwert hat darüber. Ja, nicht so, nicht mehr so dralle. Hat er ja selber gesagt. Aber du. Geile Gabel, geile 1 Zoll Gabel, gibt glaube ich keine vernünftigeren, besseren oder so. Jetzt gerade. 1 Zoll ist halt schwierig. Na und geil, wenn auch die Verabredung klappt, also wenn man einfach ne, sich verabredet und dann funktioniert das halt. Das ist eben total geil. Naja, alle Tüte an, ich freue mich, wir sehen uns gleich im Laden. Wir essen mit Messer und Gabel. Ich bin Triton. Ich habe die Macht. Die Macht von Gabel. Sieht aus wie eine Stimme, Gabel. Ja, funktioniert auch. Toll, gefällt mir sehr. Titansockel, nicht schlecht. Kati-Sockel aus Titan. Wahnsinn. Nicht ganz schlecht. So. Neue Gabel? Ja, ich habe morgen abgeholt. Was steht jetzt? Neue alte Gabel. 11.15. Modelle. Alte Narbe, alte Gabel, ja. Alt neu. Dynamo. Heute, der Didi, Tourer, heute hier bei Didi Show, die Dinger müssen ab. Das jetzt live vielleicht als erstes, weil dann kann man den nämlich schon weggeben, den Rahmen. Wenn das jetzt hier ab ist, ordentlich abgefeilt ist, dann kommt er nämlich weg.
Tada! Wenn jetzt nicht einer kommt. Kommt nicht. Moin. Was hast du mit diesem Kampfsportturnier auf sich? Was hast du da noch so gespielt? Gespielt? Weißt du da irgendwas? Also Chaos auf jeden Fall, denke ich mal, so wie sie ausschauen müssen. Das mit den Lanzen? Ja, genau, dann ist es. Auf Rädern. Ja, weißt du, ob noch andere Disziplinen stattfinden? Geh mal auf die Internetseite. Also für Scheinlassen, schau dir das mal an, weil das letzte Mal so. Dabei ja, ich wüsste es auch nicht, er kam jetzt her und meinte, das könnte interessant sein für mich. Ich bin ein bisschen Radbrot und das am Anfang auch immer Chaos, weißt du? Deswegen dachte ich mir, ja, ganz witzig. Ah, okay, gut, ja, dann mach das mal. Also, das ist ja wohl, wie gesagt, findet ja schon ein paar Mal statt. Ich hab da noch nicht aufgeguckt auf die Seite. Liegt mir das Teil nicht. Ja. Gleich wechseln wir mal. Ich bin ohne jetzt neu auf dem Markt, das Ding. Eigentlich alles neu auf dem Markt hier. So, naja, und das hier. Nein. Was hat er noch? Neue Kassette? Nee. Zweimal abziehen. Die Kassette ab und hier rauf. Na so. Ballern die sich bloß immer so fest? Muss. Da. Und das andere auch wieder zusammenbauen? Gute Frage, ich kann ja mal fragen, aber ich denke mal schon. Ne, mach ich mal. Oh, aber die Felge ist doch noch gut. Ja, ist ja auch noch gut. Ja, die Speicher ersetzen gut, wa? Ja. Naja, ist die Felge. Die fehlende Speiche. Speiche. Ja. Zweiter Dior. Wenn die Pfanne schwimmt. Ja. Fällt mir nichts so ein, aber. Dann auch sind wir ein bisschen doof aus. Oh, ist doch für die Kamera. Aber ist sie eigentlich immer nur dabei? Für diese Videos so was wie das jetzt? Wenn man jetzt so extra so ein Video macht, das ist ja bei mir ja nicht dabei. Wenn ich ja nicht die Zeit habe, wenn ich alleine bin, dann sage ich zwar zwischendurch vielleicht mal, okay, das nehme ich jetzt mal so speziell auf, aber das mache ich nicht extra für die Kamera sozusagen. Mache ich sowieso, weil der Kunde das so braucht. Ja. Wenn sie rummaulen, dass sie nicht durch die Werkstatt fahren, dann müssen sie halt den Laden nehmen und Geld ausgeben. Ja. Das muss ich ja auch. Richtig.
Splitter? Ja. Drück mir die ja immer rein. Stehe auf Metall und Blut. Hast Eisenmangel, ja. Willst du? Na, nicht wirklich. Nee? Welche Farbe? Welche Farbe? Welche Farbe nehmen wir für Didi? Welche Farbe? Matt schwarz. Das ist Öle. Das ist wirklich Öle. Das ist, können wir die Sprühdose immer rüber jauchen einfach. Das ist so. Zweifarbig am besten. Zweifarbig. Bitte? Wird so richtig Hipster-Rad. So richtig Hipster. Vorne so, hinten so. Na denn, weil es richtig viel Arbeit macht, nur die Muffen lackieren. Ja. In einer anderen Farbe und den Rahmen dann halt in einer Farbe. Den Lackierjob gebe ich ja quasi ab, sozusagen. Das mag ich ja nicht. Und die Tür dann, ja, nee, das ist ja die Tür. Da sind wir dann alle heil. Alle Verdünnung. Guck mal, andere Farben. Ups, so viele Farben. Ja, jede Drohne andere Farbe. Da wird sich der Lackierer freuen. Ja, da muss man selber machen. Ansonsten ist es nicht bezahlbar. Na gut, würde ich mal sagen. Firmenausflug zu Strahlfix. Mhm. Mitkommen. Genau, kann ich grad sagen. Aber es ist halt sinnvoll hoch, oder? Ja. Häufig. Richtig dick. Häufig. Das ging noch schnell. Oh.
Schmeißt wieder alles weg. Schmeißt da wieder alles weg. Zieh mal aus hier. Tragehilfe. Der Didi Tour-Arm ist weg. Der ist zum Strahlen und Pulverbeschichten. Wir haben uns jetzt für rein grün entschieden. Eieiei, rein grün. So ein bisschen so Marien-Style. So, mal gucken, ich hab rein grüner Rahmen. Ich hab keinen grünen Rahmen. Ich hab meine Gabel grün gemacht, aber so nicht. Und die Gabel vorne wird eine vermutlich schwarze werden denn. Schwarze Turin-Gabel in einer guten Qualität. Mal schauen, wir schauen mal, was dabei rauskommt. Kannst du trinken? Naja, aber wenn es nach mir gehen würde. Guck mal, jetzt ist hier alles, was die Wand schon absandet. Ja. Ohne Ende. Hier immer oben in die Schraubenkästen liegt. Na, ist halt gekalkt oder so. Na, die Blüte aus. Und mit Sicherheit so alt. 1912. Ja. Ja, ist nicht mehr. Wie wir reden zusammen. Ja. Aber frei. Nicht mal das stimmt. Das war eben dazu. Kannst du eben dazu nehmen. Kommt mal mit. Jetzt kümmern wir uns mal um die wunderschöne Manitou-Gabel. Ich habe immer so einen Splin im Kopf. So einen verrückten, bescheuerten Sachen, die ich baue. Aber egal. Einfach nur zugucken. Da ist sie. Ach, wunderschön. Ich werde mal messen, erstmal. Eieiei. Das wird eng, aber schauen wir mal. hört auf, ich höre euch schon lachen. Ich höre euch schon lachen. Dabei gibt es ja nichts zu lachen. Ist doch nicht lustig. Pizza, bist du bei Pizza hängen geblieben? Ja. Hab mehrere Läden geguckt, wenn die jetzt wieder zur Auswahl. Und die Schildkröte hat am besten gefallen. Schöne Pizza? Ja. Darfst du ein Stück abhaben? Nee. Nee, für mich gut. Noch für gut.
Okay, okay. Vergleich. Gar kein Vergleich. Engelitz perfekt. Das gibt's ja gar nicht. Ist perfekt. Ist wieder auf abgestimmt. Boah. Hammer, ey. Hör doch mal auf. Hör doch mal auf. So, jetzt schrauben wir erstmal trocken zusammen hier. Geil sieht das aus. Wie geil, bitteschön, wie geil. Manitou-Dämpfer hinten, Manitou-Gabel vorne. Jetzt brauchen wir noch ein 26 Zoll richtig gutes Vorderrad. XT. So. Der Röperting an den Vormann. Das sieht ja mal abgefahren aus.
geil, wa? Wird irgendwie cool. Jetzt haben wir ein XT-Laufrad noch drin. Manitou-Gabel, Manitou-Dämpfer. Husserfeld. Im Hinterbaum müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Peregrin-Laufrad hinten. Oh, Mensch, ey. Was das mit so einem 0815 dran? Ja. WeWorks. Microfully. Aber es ist für meine Kinder einfach nur so ein Spaßrad denn. Naja, ich lade die mal oben schnell auf. Jo. Einfach mal hoch. Ich kaufe Kopfhörer hier, das hat nichts zu tun, wa? War der 19er, wa? Der ist 19, genau, der ist 15. Genau. Jo, ja. Jo, was ist das? Mama, bei dir? Nein, ich Ich hab's auch noch aus. Jetzt kommen hier mit kaputten Laptops an, ey. Schon gebrochen. Jetzt einen anderen Trick. Oder? Tja. Trick hin. Trick her. Typenschild abgefallen. Typenschild? Ja. Von was? Genau. Vom Lenkerrohr. Oh wei, oh wei, oh wei. Da war sie. Man kann sie sogar noch mal verwenden. An der Stelle da passiert nicht viel. Schön gerade bleiben. Der nächste bitte. Sprit und Schlüssel hier. So eine Kacke. Was ist das immer? Die Dinger. Kannst du voll vergessen. Das sieht nicht so aus. Meinst du? Ja. Ja, toll.
Kommt schon irgendwie, wa? Oh, ich sehe die Rostbahn. Ja. Bitte, ist okay. Nach gefühlten 5 Stunden prügeln. Ich krieg's nicht immer daran gedreht, oder? Jetzt. Die Lager ist ja noch in Ordnung. Ja, 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 läuft fett drin, fertig aus. Achse raus. Lager raus. Inlay raus. Die Ziehharmonika raus. Brüderchen. Ja. Nicht rückwärts umfallen. Mit Ziehen ist da nicht so viel Zange. Oh, da fehlen Kugeln. Kugel. Und der Rest vom Kugelfest da drinnen. Alles raus, was drin ist. Die ganzen Lagerreste. Klappt nicht? Da muss ich wohl ein Schraubenzieher nehmen. Na, der Kugelring ist halt fest. Da ist er. Ah. Das war er mal, zumindest. Jetzt kriegst du auch die Murmeln raus. Ah. Das ist halt so ein bisschen das festgefressen gewesen. Hier bei dem jetzt nicht. Jetzt zu. Ja, wieder, wieder, wieder. Spray. Wir sprayen. Lass mal kurz das Gefühl kriegen, oder? Jetzt. Unglaublich. Plus eine Flasche wie D40. Ja, da muss richtig bluten. Dafür die Aktion. Oh, der ganze Rad ist zerlegt. Ja.
Stunde Arbeit, 60 Euro. Ha, ha. Zu zweit. Ja, zu zweit. Ja, guck mal. Niemals, ey. Okay. Hey. Warte, halt. In welche Richtung hast du das gemacht? Kettenschloss Montage. Das war schon. Echt jetzt? Jo. Weil immer entgegen der Drehrichtung. Das, okay. Falls es mal an dieser Schraube oder irgendwo hängen bleibt, okay. Dass sich es eher zuschiebt und nicht aufschiebt. In der Richtung schiebt es sich auf. Ansonsten würde ich es tatsächlich ja schon ganz cool finden, wenn man so um 10, maximal 11 draußen wäre. Damit man so ein bisschen was vom Tag noch hat, weil 13, 14 Uhr, dann nochmal 2, 3 Stunden quatschen. Das ist ja, nein, das ist der Tag ja um.